Herzlich willkommen zum Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Ereni, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz und es freut mich, dass du heute dabei bist. Wir beenden heute die Reise ins Reich der aufgestiegenen Meister, also der geistigen Helferführer und vereinen all diese Energien nochmal, die wir kennengelernt haben die letzten Wochen, in einer Einweihungsmeditation, wo es einfach darum geht, dass du in das Gefühl kommst, du bekommst in jedem Aspekt deines Lebens immer Unterstützung aus der energetischen Ebene. Und das lässt sich ganz einfach erklären. Du kannst das ganze Leben auf einen Energiefluss runterbrechen. Du kannst das ganze Leben eigentlich als Energiefluss auch wahrnehmen. Und deshalb kannst du auch jedes Thema dir energetisch anschauen. Und nachdem das Energetische das Unsichtbare ist, kann man da dazu auch annehmen, da Unterstützung, Hilfe, Heilung, Trost, was auch immer dir da einfällt, zu erhalten. Und deshalb kann man quasi mit dieser Meditation dann sich zu jedem Thema geistige Meister, Unterstützung, Führung einfach erbitten und auch dann im eigenen Leben wirken lassen. Ja, dann werden wir uns gleich mal in dieses Thema stürzen. Es ist eine sehr hochschwingende Meditation, also ich lade dich ein, vorher vielleicht mal eine Chakrenreinigung noch durchzuführen oder zumindest die anderen Meditationen zu machen, damit du einfach diese Meditation gut mitkriegen kannst. Du findest eh genug Meditationen bei mir am Kanal. Und dann starten wir gleich mal los. Zuerst beginnt wie jede Einweihung natürlich mit einem Loslassen von Altem, mit einem Neubeginn. Du musst bereit sein, dich zu öffnen, dich auf etwas Neues einzulassen. Und deshalb sind die ersten Zeichen, Symbole dieser Meditation jetzt Zeichen der Erneuerung, des Loslassens. Schließ mal deine Augen und atme tief ein. Und wieder aus und nochmal tief ein. Und wieder aus. Mit jedem Atemzug wirst du immer ruhiger und entspannter. Während du dich entspannst, stell dir vor, du machst dich jetzt für dein Bett fertig. Das heißt, du streifst die Alltagskleidung ab. Wenn du möchtest, kannst du nochmal duschen. Dir vorstellen, dass du deine Zähne putzt. Du schaltest mental dein Mobiltelefon ab. Und du spürst, wie sich eine Zufriedenheit, ein tiefer Frieden in dir breit macht. Du hast einen arbeitsamen, aber erfolgreichen Tag hinter dich gebracht. Und du freust dich jetzt, dass du ganz für dich sein kannst. Und anstatt jetzt dein übliches Schlafgewand überzustreifen, streifst du dir heute ein weißes Gewand über. Eine Robe, es kann auch ein Nachthemd sein. Ein weißer Umhang, ganz egal, du wirst in weiß gekleidet, ein weißes T-Shirt, eine weiße Hose. Und du spürst die erfrischende Energie dieses weißen Gewandes. Du spürst, wie sie dich weiter entspannt und weiter reinigt. Und du spürst, dass du bereit bist, zwischen Tag und Nacht, zwischen Wachen und Schlafen in dein wahres Wesen, in deine Bewusstheit einzutauchen. Du atmest tief ein
und wieder aus. Und lässt dich an einem bequemen Platz nieder. Vielleicht setzt du dich auf dein Bett oder auf einen Stuhl. Alles um dich herum ist friedlich, friedfertig. Und du spürst auch, dass sämtliche Störungen, Störfrequenzen, Störsignale diesen Raum verlassen haben. Es ist fast so, als wäre der Raum um dich frisch geputzt, staubgesaugt, gewischt und auch der Staub entfernt, alles ist gereinigt. Und in dieser reinen, klaren, erhabenen Frequenz kommst du jetzt zur Ruhe. Sämtliche Vorstellungen, dass du alleine auf dieser Welt bist, lösen sich. Sämtliche Bilder, dass du dich alleine durchsetzen musst, dass es niemanden gibt, der dich unterstützt, lösen sich jetzt. Du spürst, dass obwohl du ganz für dich in diesem Raum bist, unendlich viel Unterstützung und Inspiration auf dich wartet. Es ist fast wie Radiosignale, Radiowellen in der Luft, die auch da sind und erst hörbar werden, wenn du ein Radio einschaltest. Und so sind auch für dich unendlich viele Kanäle, Heilfrequenzen, Lehrfrequenzen, unterstützende Frequenzen, Mutmachfrequenzen, Durchsetzungsfrequenzen, Kommunikationsfrequenzen, Liebesfrequenzen für dich im Raum. Und du spürst, dass du heute dazu bereit bist, diese Frequenzen zu aktivieren. Dass du bereit bist, diese Frequenzen in dein Leben zu integrieren und so fast wie ein Radio diese Frequenzen aufnehmen kannst, übersetzen kannst und für dich hörbar machen kannst, dass du dich auf jeden Kanal, auf jede Frequenz einschwingen kannst, die du benötigst, die du an deinem Punkt in deinem Leben individuell benötigst. Egal, ob das jetzt weichmachende Frequenzen sind oder mutmachende Frequenzen. Alle Frequenzen werden heute für dich einstellbar und erlebbar. Und in diesem Augenblick, während du deine Augen geschlossen hast und ganz entspannt in diesem Raum, in deinem weißen Kleiden bist, in diesem Moment spürst du das auch in deinem Inneren, ein weißes Licht zu leuchten beginnt. Und dieses Licht reinigt sämtliche Druckpunkte, Schmerzpunkte, Anspannungen, sämtliche Blockaden, die dich daran hindern, ganz in deine Mitte zu kommen und sämtliche Selbstboykottprogramme, die dich daran hindern, Unterstützung auf allen möglichen Ebenen zu erfahren. Und dieses weiße Licht breitet sich von deinem Bauchraum aus
Und es wird weiter und dehnt sich immer mehr und mehr aus. Es berührt deinen Brustraum, deinen Unterleib, dein Becken. Fließt hinein über deine Oberschenkel, die Knie, Unterschenkel, Waden, bis in deine Füße und reinigt dort sämtliche Anspannungen. Und auch nach oben hin über die Wirbelsäule, den Schultergürtel, die Schultern, die Oberarme, Ellenbogen, bis zu deinen Händen. Fließt jetzt dieses Licht und bringt Frieden, Reinigung und Entspannung mit sich. Und du erlaubst jetzt diesem weißen, strahlenden Licht auch über deinen Hals in deinen Kopf zu fließen und dort sämtliche Anspannungen zu lösen. Ein tiefer Ausgleich, eine tiefe Reinigung entsteht. Und du spürst, dass dieses helle, strahlende Licht sich über dein Kronenchakra ausbreitet und auch deinen Hauptkanal jetzt reinigt. Nach oben hin und nach unten hin bis zum Erdmittelpunkt und zum Mittelpunkt des Universums. Und in diesem Strahlen, in dieser Energie, geschieht nun Ausrichtung und Heilung. Jegliche Nebenkanäle werden aktiviert über deine Schulterblätter, die rechte Schulter, die linke Schulter. Über deine Hüfte, über dein Becken, rechte Hüfte, linke Hüfte. Aktivieren sich jetzt die Nebenkanäle. Jedes Chakra aktiviert sich jetzt. Auch das ist ein Kanal. Wurzel, Nabel, Solarplexus, Herz, Hals. Drittes Auge und natürlich das Kronenchakra und auch sämtliche Nebenchakren, also überall, wo du ein Gelenk hast, wo du etwas abbiegen kannst, all das aktiviert sich jetzt. Du spürst, wie sich dein Feld erweitert, wie sich dein Feld öffnet und intuitiv nimmst du auch die ersten Farben oder Frequenzen war, die in der feinstofflichen Welt auf dich gewartet haben. Vielleicht ist es Heilung, vielleicht ist es Liebe. Welche Farbe nimmst du wahr und was bedeutet sie für dich? Bringst du diese Farbe mit einer Meisterin oder einem Meister in Verbindung? Du spürst auf jeden Fall, dass jetzt eine Meisterin oder ein Meister an deiner Seite ist, der oder die dich wirklich weiter in deine Mitte bringt und der, die dir hilft, den Kanal, den Schlüssel zu allen Frequenzen, zu allen geistigen Helfern und Führern und Meistern zu öffnen und zu aktivieren. Und das ist ein Punkt
der etwas vor dir ist. Es ist ein strahlend weißer Punkt. Und du bewegst dich auf diesen Punkt zu. Und dieser Punkt ist weder in Zeit und Raum verortbar. Aber mit deinem Bewusstsein kommst du diesem Punkt näher und näher. Und dann erreichst du diesen Punkt strahlenden Lichts. Und du spürst, du bist jetzt am Ursprung, am Urlicht der aufgestiegenen Meister angelangt. Und dieses Urlicht, dieser Ursprung darf sich jetzt in deinem Leben aktivieren. Um 100%ig all das in deinem Leben, in deinem Körper, in deiner Seele, in deinem Geist zu aktivieren, was einem klaren Kontakt zur geistigen Welt, zu den geistigen Meistern entgegensteht. Und du spürst, dass dieses Licht sich entfaltet. Und du spürst plötzlich, dass sich der Raum um dich geändert hat, dass du im Zentrum einer kristallenen Pyramide sitzt. Die Pyramide ist aus Bergkristall gefertigt, ist unglaublich prachtvoll, hoch und klar. Und du spürst, dass dies dein Bibliotheksausweis, dein Schlüssel ist zum Licht der aufgestiegenen Meister. Atme mal tief ein und wieder aus. Und lass mal diese prächtige Kristallpyramide auf dich wirken. Du spürst, dass du genau im Zentrum dieser Pyramide sitzt oder liegst. Und du spürst, dass nun freigegeben wurde sämtliche karmischen Muster, die verhindern, dass du im Zentrum deiner spirituellen Pyramide bist, dass sich diese Muster jetzt lösen in einem dunkelvioletten und violetten Licht. Lösen sich jetzt sämtliche Muster, die dich daran hindern zu erkennen, dass du genau hier sein sollst, dass dies ganz genau der Punkt ist, in dem du Zugang zu unendlichem Wissen erfahren kannst. Und während diese Energie jetzt, diese Transformation, die diese Blockaden löst, in deinem Energiefeld arbeitet, spürst du, wie von der Spitze der Pyramide bis zu deinem Kronenchakra ein heller weißer Strahl erscheint. Und dieser weiße Strahl aktiviert nun deine Lichtkörper. Und dieser weiße Strahl erlaubt nun, dass du sämtliche Anspannungen deines Körpers hinter dir lässt, dass du absolut bewusst wirst und dass du im Hier und Jetzt dich bereit erklärst,
diese heiligen, heilsamen Frequenzen durch dich auf die Erde zu bringen, durch dich hindurch fließen zu lassen. Und du brauchst dazu gar nichts zu tun, sondern dir nur vorzustellen, du bist ein Baum, dessen Äste mit den Blättern im Sonnenlicht erstrahlen, die nehmen das Sonnenlicht auf und das Sonnenlicht fließt jetzt durch die Wurzeln des Baumes ins Erdreich. Und genau in dieser Energie wird nun dein Kanal gereinigt, vom Kronenchakra bis zu deinen Beinen. Und du spürst jetzt, dass du bereit bist, in diese Pyramide unterrichtet zu werden, in diese Pyramide die Meisterenergien und Meisterinnenenergien zu empfangen. Atme tief ein und wieder aus und spür jetzt nur mal den Kanal von oben, von der Unendlichkeit bis runter in die Erde. Spür diese Bergkristallpyramide. Und spüre jetzt, wie in dieser Pyramide einem Regenbogen gleich ein Farbenspiel erscheint. Und du spürst, dass in diesen Farben Wissen ist, dass diese Farben intelligent sind, dass sich hinter diesen Farben und diesen Lichtern aufgestiegene Meister und Meisterinnen ausdrücken. Und du spürst jetzt, dass sich rund um dich in deinem Rücken, in einem Halbkreis dieser Regenbogen manifestiert und in jeder Farbe des Regenbogens, von Rot bis Violett, sind unzählige geistige Helfer und Führer vereint. Und genau der Aspekt, mit dem du dich verbinden möchtest, wird aktiviert. Und du spürst jetzt mal die Dankbarkeit, die dieses Geschenk der geistigen Welt mit sich bringt. Das Geschenk zu spüren, ich bin würdig, in eurer Anwesenheit zu lernen und eure Segnungen zu empfangen. Ich bin würdig. Und in diesem Augenblick vereinigt sich dieses Kristalllicht und auch das Regenbogenlicht, die Farben in dir und in deinem Leben. Du spürst, dass ein Spiegel des Regenbogens in jeder Faser deines Körpers manifestiert wird, dass sich in jedem Punkt deiner Existenz, deinem Geist, deiner Seele, dass sich diese Regenbogenfarben manifestieren, dieses unendliche Licht. Und du spürst, dass du unendlich dankbar bist. Atme tief ein und wieder aus und spüre, wie dieses Licht sich in deinem Leben, in deinen Existenzen manifestiert. Hier und heute habe ich verstanden und gelobe ich, dieses Licht nur aufzusuchen in selbstloser Absicht,
Anstrengung zu lösen, soweit es von oben erlaubt ist. Und vor allem bitte ich darum, dieses Licht ganz klar, voller Hingabe und Demut zu empfangen. Ganz klar dieses Licht in meine Mitte für mein Wachstum einzusetzen, um klarer und selbstbestimmter leben zu können. Atme nun tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus. Und du spürst nun, wie diese Kristallpyramide und das Licht tiefer und tiefer sinkt bis in dein Unterbewusstsein, wo du dieses Kraft- und Intuitionszentrum spürst und der quadratische Untergrund der Pyramide erdet dich und die Spitze der Pyramide öffnet dich nach oben hin zur geistigen Welt. Dies ist der Schlüssel zum Licht der Meister. Und in dieser Energie werden dich die Meisterinnen und Meister willkommen heißen. Solltest du diesen Schlüssel einmal aus Ego-Gründen verwenden wollen, dann wird er wieder verschlossen und du kannst diese Einweihung dann wieder machen. Aber jetzt ist dieser Schlüssel der Vertrauensvorschuss für dich. Und du kannst dich jetzt in deinen eigenen Worten bei der geistigen Welt dafür bedanken. Für diese Einweihung. Atme nun nochmal tief ein und wieder aus. Und du spürst, wie du Schritt für Schritt wieder in dein Alltagsbewusstsein zurückkehrst. Aber du nimmst diesen Schlüssel mit. Du spürst, dass du dieses weiße Gewand ablegst und wieder in dein Alltagsgewand geschlüpft bist. Du spürst, dass du dich wieder erdest und den Raum um dich herum wieder klarer wahrnimmst. Du atmest nochmal tief ein und wieder aus und streckst dich durch. Und du weißt, dass du diese Pyramide jederzeit für dich aktivieren kannst, ins Zentrum dieser Pyramide kommen kannst und dort einen Dialog mit deinen geistigen Meistern oder Meisterinnen führen kannst. Bedanke dich nochmal für diese Einweihung. Und du kehrst jetzt in dein Alltagsbewusstsein zurück, fühlst dich klar, entspannt, kannst diese Einweihung nochmal wahrnehmen und kannst dich an alles erinnern, was während dieser Reise geschehen ist. Ja, das war jetzt mal so der Abschluss dieses Meisterzyklus
Und du kannst ja gerne nochmal so die vergangenen Meditationen wieder mal machen mit den Meistern, sind alle auf dem Kanal. Und ja, aktiviere von Zeit zu Zeit mal diese Kristallpyramide. Und ich bin gespannt, was du für Erfahrungen mit dieser Einweihung gemacht hast. Also schreib es mir gerne in die Kommentare. Teil das Video, lass einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal. Würde mich freuen. Und natürlich freut es mich auch, wenn wir uns mal bei einem Workshop live in Linz sehen oder auch gerne mal bei einer Einzelsitzung. Liebe Grüße, bis nächstes Mal, dein Oliver Erni. Tschüss.